Mein Name ist Harald Schmitz bei BKI aus dem Landkreis Vulkaneifel. Heute Morgen bin ich hier als Bereitstellungszugleiter eingeteilt. Wir üben heute Morgen den überörtlichen Bereitschaftszug des Leitstellenbereichs Trier und üben eine Verlegung in den Landkreis Birkenfeld, sind zurzeit den Bereitstellungsraum am Füllen mit den Fahrzeugen, werden gleich die Einweisungsbesprechung machen und dann werden wir uns auf den Weg zu dem Einsatzort geben. Über Funk ist mir gerade der Einsatzauftrag mitgeteilt worden, den wir fiktiv dann ab Erreichen des Einsatzortes übernehmen und dann werden die Einheiten vor Ort eingeteilt und würden dann in den Einsatz gehen. Wir haben heute Morgen als Übungsaufgabe hier die Führung des kompletten Zuges mit 30 Fahrzeugen aus dem gesamten Leitstellungsbereich Trier und die Verlegung in den Einsatzobjekt. Ja, die Einsatzszenarien im Katastrophenschutz werden immer größer. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass wir auf diese Einsatzszenarien immer gezielter agieren müssen. Daraufhin sind in den Leitstellenbereichen, in diesem Fall Leitstellenbereich Trier, überörtliche Hilfeleistungszüge zusammengestellt worden. Diese überörtlichen Hilfeleistungszüge fahren dann zur Unterstützung in Rheinland-Pfalz, in andere Landkreisen, aber auch in andere Bundesländer. Und damit wir diese perfekt zusammengestellt bekommen und dann auch effektiv vor Ort einsetzen können, ist diese Zusammenstellung der Züge sehr wichtig und das üben wir heute Morgen nochmal.